siehst du die Wahrheit. Deinesgleichen, ihr seid arrogant genug zu glauben, dass ihr uns zerstören könnt. Du wirst scheitern und wir werden die stärkste Macht auf dem Planeten. Was glaubst du, er? Ich werde dich aufhalten, Ivyline. Ivyline, ja. Er Scarecrowline, Ivyline. Na, Joker, ich habe bessere Vorschläge für. Ne? Spitznamen, wenn er. Weil ich wäre sicherlich niemals auf die Idee gekommen, Baney Boy zu nennen. Baney Boy! Ah, wir sind hier. Auf jeden Fall zwei Bewaffnete. Die da oben rumstehen. Yay! Yay! Du wirst zahlen, Batman. Dafür, dass du meine Babys verletzt hast. Oh Gott, hört sie jemals auf, über ihre Pflanzen zu reden? Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir her, Joker. Ach, wirklich? Das nenne ich Dankbarkeit, hä? Frauen, du gibst ihnen Geschenke, Versuchschemikalien und schöne Kleider und sie wenden sich trotzdem gegen dich. Na, viel Glück! Ich habe eine Armee, eine Dosis Titan, die für eine ganze Stadt ausreicht und eine Tüte Unkrautvernichter. Komm und finde mich, wenn du mit Batman fertig bist. Das wird lustig. Du bringst den Wein mit, ich mach den Salat. Dass er sich auch immer dann genau umdreht, wenn ich runter... Was soll das von den Leuten? Ich habe das langsam das Gefühl, das machen die mit Absicht. Es ist unhöflich, ein Mädchen warten zu lassen, Batman. Ja, tut mir leid. Nein, tut mir eigentlich nicht leid. Ich komme so schnell ich kann. That's what she said. Batman, du überrascht mich immer wieder. So, erstmal die Zähne. Nicht, dass ich sie hinterher noch vergesse. Waren da auch noch Zähne? Nö. Dann gehen wir zu Ivy. In die botanischen Gärten. Klopf, klopf. Batman's hier. Eingang zum Glashaus. Also bist du endlich hier. Gefällt dir, was ich hier verändert habe? Nein. Babys wachsen, Batman. Komm, sieh mal. Ja, deine Babys wachsen. Es ist eigentlich normal, dass Babys wachsen. Das ist nichts Neues, Ivy, ne? Geht hier eigentlich noch irgendwo was mit? Ja, da und dort. Ich höre auf, wenn du aufhörst und zurück in deine Zelle gehst. Seid ihr hungrig, meine armen Babys? Esst und werdet groß und stark. Da hinten ist noch eine. Ist auch eine. Wieso ist der verstorben? Sie haben dir nichts getan. Doch, sie haben mich mit ihren komischen Bällen bespuckt. Natürlich haben die mir was getan. Bist du bereit für mich? Glaubst du, du wirst mit mir fertig? Natürlich.
Ich warte hier drin. Komm zu mir. Siehst du, ich kann gar nicht dadurch, oder? Ich muss der Ranke folgen. Aber die Trophäe! Und die Bosartigkeit einer wütenden Frau ist tödlich wie Gift. Ich weiß, ich weiß. Das hatten wir alle schon in Tales of Phantasia. Ich bin hier gerade fertig. Ich warte auf dich. Ich habe mich rückversichert, Batman. Sie werden einfach sterben, wenn mir etwas zustößt. Ja, wir sehen schon, die Männer stehen unter Ivys Kontrolle. Habe ich dann wenigstens zu anderen noch? Oder verbietest du mir das auch? Ich glaube, das verbietet sie mir auch. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass Ivy nicht will, dass ich da lang gehe. Könnte an diesen Pflanzen liegen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich wenigstens durch den... Nö. Okay, dann gehen wir zu Ivy. Folgen wir der riesigen Tentakel. Gut, dass das hier Batman ist und nicht Batgirl, sonst... Naja, könnte man sich vorstellen, wohin das führen würde. Ich lass dich das nicht zerstören, Batman. Ich hab gesagt, du sollst in deine Zelle gehen. Ich war ein Narr. Ich dachte, die Pflanzen hätten Schmerzen. Jetzt weiß ich, dass sie gewachsen sind, stärker wurden. Ja, die Leute, die zu viele Hentais geguckt haben, wissen, wohin das jetzt führt. Und jetzt? Wachsen wir zusammen. Oder auch nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es sowas in Hentais gibt. Ja. Chicken Rätsel, als hätten sie persönliche Erfahrung. Äußeres Klischee. Wieso erwähne ich das überhaupt? Ach, ihr wisst das doch alle sowieso. Besser als Chicken. Und besser als... Naja. Meine Pflanzen werden dich und dein kostbares Gotham zerstören. Lass dich nicht zu! Na? ja. Sehr schön schicken. Fast reingerannt in die Ranken. Also im Grunde ist der Kampf einfach. Ja. Immer wieder dasselbe Muster. Immer wieder und überall. Jetzt kommt sie sogar mit zwei Ranken an. Ach, Ivylein. Gib einfach auf. Geh zurück in deine Zelle und ich muss dir nicht wehtun. Wirklich. Ich habe dich 5-mal besiegt. Ich werde es auch ein 6. Mal hinkriegen.
Jetzt wird Chicken zu voreilig. Chicken, nicht hochmütig werden, ja? Was hat mich denn jetzt da getroffen? Also überhaupt, was mich getroffen hat, oder wieso wurde der Bildschirm grau? Ich hab nicht aufgepasst! Das ist aber kein Bat-Symbol, was du da hin... Ne? Du entkommst mir nicht, Batman. Ja, Phase 2 des Kampfes. Sie rennen in die Ranken rein. Ja, sie kontrolliert zwar hier die Leute, aber Ivy ist im Grunde egal, ob sie von ihren Pflanzen gewürgt werden oder nicht. Du sollst auf die Leute die Batarang schmeißen, nicht auf Ivy! Nö, nö, ich will lieber auf Ivy meine Batarangs schmeißen. Dadurch ziehen wir jetzt zwar auch etwas ab, aber halt nicht so effektiv, wie wenn das Mäulchen offen ist. Du hast geschlafen, Chicken, du hast geschlafen. Chicken musste lieber auf die Kanonenfutterkugeln achten. Oh, Chicken. Nur weil du wieder so hochmütig wirst und denkst, ja, ja, der Kampf ist doch total einfach und so. Hey, Chicken, wenn der Kampf so einfach wäre, wieso hast du dann Lebensenergie verloren? Dass sie auch nicht einfach ihr Mäulchen zulässt. Lernst es echt nicht, Ivy, oder? Sie ist blind vor Wut! Nein, heilst du nicht. Nicht, wenn hier eine Armee von Ranken kommt. Und euch zerstückelt. Ja, das tat doch weh. Wunderbar, wunderbar. Guck mal, ich bin Batman. Ich muss über die Köpfe der Leute springen, was nicht so weit sprungbar ist, wie wenn ich einfach so springen würde. Er hat mich geschlagen. Glaub's nicht. Egal, ich habe ja noch ein bisschen Lebensenergie und Ivy ist am Rande. Also hau nicht einfach die Batarang, so viele Leute da unten macht. Nee, nee. Du sollst immer schön auf Ivy. Oh, jetzt wird langsam mal langweilig, Ivy. Pack mal wieder deine Bälle aus. Ja. Nein.